Was geht ab YouTube? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal hier auf YouTube. Wir spielen eine weitere Runde. Was geht ab YouTube? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal hier auf YouTube. Was machen wir? Ja, wir spielen eine weitere Runde in der Progression Series League. Und zwar treten wir in dieser Runde gegen Kitty von Kitty Gaming an. Ja, wir öffnen das Pack Pharaonic Guardian, welches extrem geile Karten für uns bereithält. Und bevor wir uns die Highlights der Kartenliste von Pharaonic Guardian reinziehen, sei am Rande erwähnt, dass wir tatsächlich sehr, sehr gut in der Progression Series League aktuell dastehen. Und zwar haben wir bisher einmal verloren und fünfmal gewonnen. So sieht's aus. 5:1 stehen wir aktuell in der Progression Series League und wir gewinnen aktuell ein Game nach dem anderen. Und das soll auch so bleiben. Dementsprechend hoffe ich tatsächlich, dass wir aus Pharaonic Guardian auf jeden Fall ein paar geile Karten ziehen, die uns zum Sieg verhelfen werden. Und nach dieser Runde startet tatsächlich schon die Rückrunde. So sieht's aus. Es gibt eine Hin- und eine Rückrunde. Hinrunde ist nach dieser Runde 7 dann tatsächlich beendet. Gibt eine Zwischenbilanz. Im Optimalfall kann ich euch auch tatsächlich in der nächsten Folge eine Tabelle präsentieren, um einfach nur ein Gefühl dafür zu haben, wie wir alle gerade im Ranking stehen. Und dann fängt die Rückrunde an. Sprich, noch einmal gegen alle YugiTuber mit natürlich neuen Sets, denn wir machen weiterhin ein Päckchen nach dem anderen auf und spielen uns so durch die Yu-Gi-Oh!-Historie. Wir schauen uns jetzt an dieser Stelle die Highlights aus der Kartenliste von Pharaonic Guardian an. Doch bevor wir das machen, lasst mir einen Daumen da, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Lasst uns direkt loslegen. Los geht's! Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Wir sind auf der offiziellen Yu-Gi-Oh! Card Database Webseite und schauen uns hier an dieser Stelle Pharaonic Guardian an. So sieht's aus. Diese Set wurde am 1.7.2003 veröffentlicht. Ist extrem lange her. Trotzdem gibt es die ein oder andere Karte, die ihr im aktuellen Metagame eventuell noch findet. Lass uns direkt mal die Highlights reinziehen. Da sind auf jeden Fall ein paar spicy Karten am Start. Und zwar haben wir hier den Ring der Zerstörung. Eine extrem mächtige Karte, die leider irgendwann eine Errate bekommen hat und dann nicht mehr so mächtig war. Ja, nach der Errate tatsächlich leider nicht mehr so gut die Karte, aber eine normale Feinkarte, die auf jeden Fall extrem nervig war zur damaligen Zeit. So, wir machen mal weiter. Dann gibt es natürlich noch ein paar Vanillas. Warum die? Ja, keine Ahnung, wer die noch spielt. Vanillas brauchen wir nicht. Effektmonster, darum geht's. Effekt schmeckt. So sieht's aus. Giftige Mumie, ja, immer mehr Zombies fanden Einzug ins Yu-Gi-Oh! Game. Flipfüge deine Life Points, 500 Schaden zu. Kann man machen, ist jetzt nicht so der Brenner. Dann dunkler Staubgeist, ein Spirit. Extrem coole Karte, wenn die beschworen wird, kann man, wie war das, glaube ich, alle Monster auf der gegnerischen Seite, genau, alle anderen offenen Monster auf dem Spielfeld zerstören. Sprich, ein Rosendrache zur damaligen Zeit. Extrem krass einfach mal. Man muss zwar ein Tribut anbieten und dadurch, dass die Karte ein Spirit ist, kommt sie am Ende des Spielzugs wieder zurück auf die Hand. Aber sie kann einem auf jeden Fall aus der einen oder anderen missgelegenen Lage heraushelfen. Dann haben wir hier weitere Zombies mit königlicher Hüter, wandernde Mumie. Dann haben wir hier Desart der Große. Da waren auch ein paar sehr gute Hexer tatsächlich in dem Set drin, unter anderem die Grabwächter. Pyramidenschildkröte, extrem gute Karte für, ich sag mal, zur damaligen Zeit für Zombie-Spieler. Die Karte hat einem früher einfach den Vampirlord aus dem Deck gespecialt, extrem krass. Dann haben wir hier den Würfelkrug, dunkler Skorpion-Einbrecher, Don Salok als Ultra-Rare und dann natürlich noch ein Haufen andere Karten. Buch des Lebens, coole Karte für Zombie-Spieler, Buch von Tayon. Dann haben wir hier noch Buch des Mondes. Heutzutage immer noch eine relevante Karte. Extrem geil, oder? Nageldecke. Nageldecke, eine Karte, die seit, glaube ich, einem halben Jahr so mehr oder weniger tatsächlich Platz im Metagame gefunden hat. Extrem starke Karte, muss man einfach mal sagen. Tollkühnegier. Wenn ihr davon alle auf einmal sozusagen gesetzt habt und aktiviert, also ihr müsst sozusagen eure nächsten beiden Draw-Phasen skippen. Die Karte ist allerdings kein Once per Turn. Was bedeutet, wenn ihr sparsam mit euren Ressourcen arbeitet, dann die tollkühne Gier schafft irgendwie 2-3 Mal zu legen und dann zu aktivieren im selben Spielzug. Überspringt ihr nicht 6 Draw-Phasen, ne? Weil, also nicht pro Karte 2 Draw-Phasen, sondern ihr überspringt nur 2, sozusagen die 2 nächsten. Könnt aber durch tollkühne Gier dann 6 Karten ziehen, wenn ihr 3 in der Backrow liegen habt. Sprich, 2 für die erste tollkühne Gier, 2 für die zweite, 2 für die dritte, 6 Karten am Ende auf eure Hand. Da könnt ihr tatsächlich auf die beiden Draw-Phasen verzichten, weil ihr so im Optimalfall an Karten kommt, die das Spiel drehen könnten. Und ihr habt dann eh genug auf der Hand, um sozusagen über die nächsten 2 Draw-Phasen drüber hinweg zu spielen.
Und da Tolkien und Dio können wir tatsächlich überlegen, ins Deck zu nehmen, wenn wir sie ziehen. Kabasaurus, Impachi, Finsteragiroid, Nevdoria. Das ist eine Karte, die ich unbedingt ziehen möchte, weil es ein Unterwäldler ist. Und wenn die Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kann man ein Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite wählen und dieses zerstören. Hellpoema, mega geil. Die Karte wäre natürlich auch super, muss ich einfach mal sagen. Würde mich sehr freuen. Unterwäldler, auch eine meiner Lieblingskarten nach der dunklen Todesfurcht und dem Dark Ulares. Dann kommen wir hier zu den Grabwächtern. Grabwächter-Spion, Grabwächter-Fluch. Die Wache, der Speerkrieger, der Vasal, der Beobachter, Anführer der Grabwächter, also auf jeden Fall der Kanonenträger, Attentäter, ordentlich Karten mit am Start, die tatsächlich eine gute Engine sein könnten, die dem Gegner ordentlich Damage zufügt. Geistersensenmann. Wer diese Karte zieht und sie im Verteidigungsmodus liegen hat, also die Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden. Die Karte kann nur zerstört werden, wenn sie von einer offenen Karte für einen Karteneffekt gewählt wurde. Extrem geile Karte. Ich hoffe, dass wir sie zumindest einmal ziehen. Dann können wir hier auf jeden Fall auf Zeit spielen. Ich sag mal, also die moderne Variante ist Mystic Mine. Das ist der Geistersensenmann. Extrem geil. So. Kartenmischen, Gedankengang, Reasoning. Coole Karte. Finstere Kammer von der Albträume. Tal der Toten. Könnte auf jeden Fall, wenn wir die ein, zweimal ziehen, wäre cool, weil die könnte sozusagen für die Zukunft noch von relevant sein. Raketenwerfer, Landformen. Guckt euch mal an, wie alt diese Karte ist. Landformen ist hier drin. Metamorphose, damals legal, heute verbannt. Wobei, da könnte eventuell wieder das Extra-Deck interessant werden. Ah, gucken wir mal. Albtraumraten, sehr geile Karte, gefällt mir extrem, ich hoffe, ich ziehe sie. Und Lavagolem. Lavagolem, Unterwäldler, extrem geile Karte, extrem stark auch. Wobei zur damaligen Zeit, ja, man musste sie schon tatsächlich taktisch klug einsetzen, dass sie sozusagen ihren Effekt frei entfalten konnte. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, dass der Gegner, also ist ein geiler Finisher, ne? Man beschwört die auf die gegnerische Spielfeldseite, wenn der Gegner 1000 oder weniger Lebenspunkte hat, dann ist der Gegner dran. Standby-Phase, er muss 1000, also er erhält 1000 Schaden aufgrund des Lava-Golems. Ja, ja, und dann verliert unser Gegner an dieser Stelle. Wäre tatsächlich extrem cheesy, wenn wir so ein Play aufgezogen bekommen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und jetzt steigen wir einfach mal direkt ins Pack-Opening ein. Und das waren die Highlights der Kartenliste zu Pharaonic Guardian. Wer Bock hat, sich die ganze Kartenliste reinzuziehen, der springt einfach auf die Yu-Gi-Oh! Card Database, guckt, was noch für Karten drin waren und lässt sich auf jeden Fall berieseln bzw. informiert sich, woher die ein oder andere Karte, die man heutzutage noch spielt, tatsächlich kommt. Was wir jetzt machen ist, wir springen in den Pack-Opener, öffnen 24 Booster aus dem Display und hoffen, dass wir auf jeden Fall ein paar geile Karten gezogen bekommen. Los geht's. Und da sind wir auch schon. Wir machen jetzt 24 Dinger von Pharaonic Guardian auf. Wir klicken einfach mal hier direkt rein und hoffen, dass die Seite funktioniert. Die spinnen nämlich so in den letzten Tagen. Aber es scheint jetzt alles erstmal gut zu laufen. So, Pharaonic Guardian, wir machen 24 Booster auf. So, und zwar flippen wir hier die ersten Karten. Und da ist der Ring der Zerstörung schon mit drin. Oh mein Gott! Highlight. Hat sich erledigt. Wir können zumachen. Wir haben alles gezogen, was wir haben wollten. Wie krass ist das denn? So, wir machen das nächste Pack auf. Alter, ist das fett. So, jetzt wird es natürlich hier richtig interessant, weil wir jetzt nur noch geilen Scheiß ziehen können. Yumi-Ship, Coffin-Seller gar nicht so verkehrt und natürlich eine Gravekeeper-Karte. Umso mehr Gravekeeper-Karten, umso besser, weil eventuell können wir das Deck tatsächlich so weit umbauen, dass wir mit den Grabwächtern spielen können. Wir machen einfach mal weiter. So, hier kommt tatsächlich hier Grabwächter. Das sieht alles ganz gut aus. Auch Sasuke-Samurai ist gar nicht so verkehrt. Wir machen einfach mal direkt. Wow, Landformen, geil. Wird uns auf jeden Fall in der Zukunft noch helfen. Ne? Man muss natürlich auch ein Stück weit vorausdenken, weil es kommen noch ein paar Deckthemen. Da wird Landformen tatsächlich extrem wichtig. Und Needle Ceiling, leck mich verdammt. Extrem geil. Mal gucken, ob wir die tatsächlich ins Deck integrieren und dann auch aktivieren können. Also bisher ist das Pack-Opening spitzenmäßig. Ich kann mich nicht beschweren. Hier ist der Dark Dust Spirit drin. Okay. Guardian of the Sphinx, eine Ultra Rare. Cool. Mal gucken, was wir hier noch so geöffnet bekommen. Immer mal, hier ist nicht so viel drin. Wir springen mal Jaws of the Dark Demise. Eine Unterweltlerkarte. Dementsprechend auf jeden Fall für mich immer interessant.
Nächste Pack, Coffin Seller, Royal Keeper, ja, Dark Dust Spirit nochmal. War, glaube ich, der Common damals. Doch, es war der Common. Nächste Pack. Ein Pack nach dem anderen und hoffen, dass wir Mirage of Nightmare. Vielleicht geht da was. So, Reasoning habe ich da oben gerade gesehen. Geil, Gora Turtle. Metamorphosis? Und war eine Common. Also kann sein, dass der ein oder andere sie auch gezogen hat. Nächste Pack. Hier ist nicht so viel drin, außer noch ein Needle Sealing und noch ein Metamorphosis. Ja, die wird wahrscheinlich jeder ziehen. Gravekeeper's Watcher, okay. Gucken, was wir hier noch drin haben. Ja, die nehmen wir mal mit. Nächste Pack. Curse of Royal. Der Inpachi. Gravekeeper Spy wieder ist tatsächlich immer ein guter Pull. Also umso mehr Grabwächter wir ziehen, umso besser. Nevdoria. Ich sehe tatsächlich meine Dark Necrophil im nächsten Deck Profile im Main Deck. Ist das geil. So, die jetzt noch ein, zwei Mal und dann bin ich glücklich. Book of Moon. Oh mein Gott, das Set ist so geil. Das Set ist so heftig. Ey, was ein Zielglück einfach mal. Nightmare Wheel. Was soll ich euch sagen? Und hier nochmal Reasoning. Die Nummer ist hier laufen. Wir springen hier jetzt einfach mal flott durch. Wenn wir jetzt noch irgendwas absurd krasses ziehen, dann weiß ich auch nicht. Also das ist extrem noch ein Book of Moon. Mann, kann ich dazu nur sagen. Book of Life, ja, wir können jetzt tatsächlich auch Zombies an dieser Stelle spielen. Oh Mann, was ein Opening bisher. Wie viele Packs haben wir noch? Noch zwei. Und das letzte ist... Hey, Poema! Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Ich scroll wieder hoch. Und wir haben auch noch Hell Poema gezogen. Dark Necrophil, safe in unserem Main Deck. Was ein Opening. Was ein unfassbar geiles Opening. Also ich kann mich an dieser Stelle überhaupt nicht beschweren. Das lief besser, als ich mir jemals erträumen hätte können. Ring of Destruction, Nightmare Wheel, Hell Poema, zweimal Book of Moon. Was war noch drin? Warte mal, da war doch noch was Krasses drin. Worüber ich mich gefreut habe. Ich hab's vergessen. Was für ein extrem heftiges Opening an dieser Stelle. Ich freue mich extremst drüber. Nevdoria war noch mit drin. Jetzt ist es mir eingefallen. Oh Mann. Ja, also ich freue mich aufs Deck bauen. Und damit habe ich auch tatsächlich das Stichwort gesetzt. Ich verziehe mich in meine Pyramide. Und baue das Deck zusammen. Und wir sehen uns gleich an dieser Stelle wieder. Bis gleich. Wir gucken uns an dieser Stelle einfach mal mein Deck an und zwar sieht es gar nicht so verkehrt aus. Wir haben hier natürlich den Opti-Klops auf 3 in unserem Main Deck, 1800, 4 Sterne, Normal Summon, super starkes Monster und ich habe es geschafft, mein neues Bossmonster zu integrieren und zwar die dunkle Todesfurcht. Ich hoffe, dass ich sie aufs Spielfeld bringen kann und dem Gegner so ordentlich damit hier einheizen kann. Dann haben wir einmal den Hell Poema, finde ich eine extrem coole Karte, freut mich, dass ich sie gezogen habe. Ich dachte, ich integriere sie einfach mal ins Deck. Ist auch ein Unterwäldler. Dann gibt es natürlich noch ein paar Karten, die ihr alle schon kennt und auch ein paar Karten, die wir erst gezogen haben und zwar die Gravekeepers. In dem Fall Gravekeeper Sky und hier unten zweimal den Gravekeeper's Guard. Achso, und die hätte ich fast vergessen, die Nevdoria. Nevdoria, eine coole Karte. Wenn sie zerstört wird, kann ich ein Monster auf der generischen Spielfeldseite wählen und es auch zerstören. Dann haben wir hier noch den Dream Clown. Die Karten kennt ihr alle. Dann gibt es noch zwei Karten, die ich im letzten Opening gezogen habe und zwar einmal die Injection Fairy Lily und Yatagarasu. Dann noch Magicians of Faith natürlich. Wir ballern hier relativ zügig durch. Pot of Greed. Den Topf der Gier haben wir gezogen. Aus dem Tournament Pack nach unserem letzten Sieg haben wir uns auf jeden Fall verdient. Extrem gute Karte. Dann habe ich hier jetzt noch zweimal Stop Defense drin, weil ich einfach mal davon ausgehe, dass viele die Gravekeeper spielen werden. Die hat man nämlich zuhauf gezogen. Deswegen zweimal Stop Defense tatsächlich da. Sozusagen eine kleine Veränderung am Deck. Ich habe zwei Malevolent Nuzzler noch drin. Es gibt diese andere Equip Spell Stim Pack. Die habe ich rausgenommen. Die macht tatsächlich an der Stelle keinen Sinn mehr, weil ich auch den Macher Weilo gekickt habe, wie ihr seht. Dann haben wir weiter eine Fallgrube, Bottomless Trap Hole. Mishizure, Shadow of Ice ist natürlich weiterhin einmal drin. Dann eine Karte, die wir gezogen haben, Ring of Destruction. Wollte ich unbedingt drin haben, weil ich die Karte früher auch mal gespielt habe, extrem geil fand. Weiterhin Fairy Box Action und Nightmare Wheel, auch eine Karte, die wir neu gezogen haben an dieser Stelle.
Ich hoffe einfach, dass die neuen Karten alle zum Einsatz kommen. Alles geile Karten mit extrem geilen Artworks. Guckt euch mal einfach das Artwork, wie fies die Karten früher aussahen. Wenn ihr das Ganze mit heutigen Karten vergleicht, das sind alle knuffige, schnuffige Flüffeltiere oder irgendwelche Waifus in knappen Tangas. Nee, Nightmare Wheel. Extrem gute Karte. Und dann zwei Robin Goblin. Und hier als letztes, warum die Karte hier unten ist, wird mir wahrscheinlich keiner erklären können. Egal, die Cyberdose. Cyberdose auf jeden Fall auch in unserem Main Deck ist eine Karte, die in kritischen Situationen helfen kann. Das Extra Deck überspringen wir einfach mal. Da hat sich nichts verändert. Wir können auch nichts beschwören an dieser Stelle. Dann haben wir hier noch ein weiteres Shadow of Ice. Falls unser Gegner tatsächlich sehr, sehr viele verdeckte Monster spielen möchte und Flip-Effekte aktivieren möchte. Dreimal Verbot, dreimal Tailor of the Fickle und dreimal Remove Trap, falls der Gegner hier auch mit Fairy Box Action um die Ecke kommt. Dann haben wir hier noch den Block Attack, den haben wir jetzt in Side Deck verbannt. Zweimal Spiritualism und Jogen der Spiritualist. Die Karten haben wir in unserem Side Deck. Und damit steigen wir auch direkt in die Gameplays ein. Lass uns direkt in die Replays einsteigen. Los geht's! Wir starten an dieser Stelle direkt ins Replay ein. Und zwar haben wir Schere, Stein, Papier verloren. Ja, Kitty Gaming geht first. Und wir gucken uns hier mal flott die Hand an. Wir haben direkt den Topf der Gier gezogen. Zaubert mir natürlich immer ein Grinsen ins Gesicht. Dann haben wir hier einmal Change of Heart, Robin Goblin, Malevolent Nuzzler und die mystische Tomate. Eigentlich eine sehr, sehr geile Hand. Auf der gegnerischen Seite haben wir The Unhappy Maiden, Des Lakoda, The Dark Door. Immer nur ein Monster kann in der Battlephase angreifen. Dann den Spirit Reaper und meiner Goblin Official. Man kann diese Karte aktivieren, wenn der Gegner 3000 oder weniger Lebenspunkte hat und 500 Damage dem Gegner während jeder seiner Standby-Phasen zufügen. Das sieht mir nach extrem heftig-meftig Control aus. Und schauen wir mal, ob das auch extrem heftig-meftig Control ist. Ja, sie zieht toll nach. Man muss sozusagen, wenn man einen Angriff deklariert, 500 Life Points bezahlen. Wir aktivieren hier an dieser Stelle Top der Gear, ziehen in zwei wunderbare Karten, machen Set, 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 Pass, Michizura an dieser Stelle. Und ja, Kitty Gaming flippt Des Lakoda, darf eine Karte ziehen, hat hier tatsächlich sehr, sehr gut nachgezogen mit Bottomless Trap Hole zweimal an der Stelle. Dann hier den Spirit Reaper verdeckt gesetzt. Einfach eine mächtige Karte, die nicht so einfach aus dem Weg geschaffen werden kann. Ich habe ihn leider gar nicht gezogen. Echt schade. Dann haben wir hier, oder doch, hatte ich ihn gezogen? Nee, ich hatte ihn nicht gezogen. Weiß ich was, hatte ich nicht gezogen. Wir greifen mit der mystischen Tomate Des Lakoda an, wollen natürlich verhindern, dass Kitty Gaming eine weitere Karte zieht. Wir ziehen Yatagarasu nach, jetzt die Fairy Box natürlich, versuchen ordentlich Action zu machen. Greifen an der Stelle den Spirit Reaper an, bringt natürlich gar nichts, weil er einfach liegen bleibt. Jetzt noch eine weitere Karte, die aktiviert wurde, Chain Energie. Jeder Spieler muss 500 Life Points bezahlen, wenn man normal, spezial beschwört oder eine Karte setzt oder aktiviert. Mann, Alter, was Control vom Feinsten einfach mal an der Stelle. Was soll man da großartig machen? Wir versuchen trotzdem weiter Feuer und beziehungsweise auch Druck zu machen. Problem allerdings nur an der Stelle ist, wir können immer nur mit einem Monster angreifen. Jetzt flippen wir natürlich noch Robin Goblin und klauen so Handkarten von Kitty Gaming aus der Hand. Backrow ist voll, Backrow auf der Hand, sprich, sie hat sich jetzt so ein bisschen selber geblockt, aber ehrlicherweise muss man sagen, dass da nicht so viel mehr kommt von mir, weil wir also tatsächlich nicht so viel machen können. Wir können immer nur mit einem Monster angreifen, in dem Fall die mystische Tomate, weil es einfach mal das stärkste Monster ist. Und dementsprechend versuchen wir immer schön weiter Damage zu drücken und immer schön weiter anzugreifen. An der Stelle mache ich, glaube ich, ein fatales Misplay. Ich hätte einfach weiter auf Damage gehen sollen und mit der mystischen Tomate angreifen sollen, anstatt die Handkarten von unserem Gegner zu rippen. Und das ist, glaube ich, am Ende wird verhängnisvoll, weil so viel sei vorhergesagt, das sieht am Ende hier, aufgrund von meiner Goblin Official, also wir verlieren jetzt relativ schnell, zügig, ganz viele Lebenspunkte. Wir haben hier 500, die wir zahlen müssen, da 500, die wir zahlen müssen, hier wiederum 500, die wir zahlen müssen. Relativ schnell werden wir so auf jeden Fall nicht mehr so viele Lebenspunkte auf unserer Hand haben. Wir machen jetzt nochmal Druck mit Yatagarasu, hoffen, dass, also wollen sozusagen den Gegner nicht ziehen lassen. Aber das reicht an der Stelle einfach nicht, bittererweise. Wir reduzieren die Lifepoints von Kitty Gaming auf 200 runter. Wir sind jetzt dran. Also Kitty Gaming beendet einfach, wir sind drei Standby-Phase und meiner Goblin Official aktiviert bzw. triggert in unserer Standby-Phase. Wir verlieren weitere 500 Lebenspunkte und verlieren so das Duell. Burn Control an dieser Stelle.
ein altertümliches Mystic Mine einfach mal. Sie hatte natürlich auch alle Combo-Pieces für ihr perfides Kontrollspiel auf der Hand und hat dann so auch relativ gut nachgezogen und so einfach uns in die Knie gezwungen. Mit 200 Life Points tatsächlich das Ding, also man muss ehrlicherweise sagen, dass im Laufe des Duells mir gar nicht bewusst war, dass das mit meinen Life Points so schnell bergab gehen kann. Sonst hätte ich wahrscheinlich immer wieder mit der mystischen Tomate angegriffen und keine verrückten Spielchen mit Yatagarasu oder dem Spirit Reaper gemacht. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ich habe einfach nicht mit ihr zählt, nicht mit ihr rechnet. Ich wollte das Ding einfach nur schnell rumhaben. Ja, hatte ich dann halt auch an der Stelle. Ich habe das Ding nämlich verloren. Wir steigen direkt ins zweite Replay ein. Da haben wir es auch schon, Replay Nummer 2. Wir gucken uns kurz unsere Starter an. Big Eye, Malevolent Nuzla, Verbot. Die habe ich tatsächlich reingesided, weil ich einfach mal, also sozusagen, wie soll ich sagen, Kitty Gang verbieten wollte, gewisse Karten zu spielen. Stop Defense an der Stelle und natürlich noch Sangan. So, auf der gegnerischen Seite zweimal den Pyramiden-Turtle ist natürlich eine super Karte, um sich ganz einfach den Spirit Reaper auf die Spielfeldseite aus dem Deck zu specialen. Dann einmal Raigeki Break, Ekibio, Drachmord, eine Eclipse-Karte und Yomi-Ship. So, wir starten das ganze Replay einfach mal an dieser Stelle. Wir ziehen Helpo immer nach, wir haben verloren, gehen somit First. Haben mäßig gezogen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also die eine oder andere Falle hätte mir tatsächlich gefallen oder irgendwie ein bisschen Backroll-Removal oder sowas. Allerdings leider an der Stelle nicht. Wir flippen Big Eye, um seinen Effekt zu aktivieren und uns irgendwas Hübsches nach oben ins Deck zu mischen. Greifen jetzt nochmal den Pyramid Turtle an. Vorher beschwören wir natürlich den Hellpoema, eine extrem coole Karte. Versuchen ordentlich Damage und Action zu machen. Was allerdings jetzt passiert, ist das Unfassbare. Kitty Gaming zieht in Metamorphosis nach. Das ist tatsächlich ans Herz der Karten geglaubt an der Stelle. Sie hatte der Unhappy Maiden auf der Hand und kann jetzt durch Metamorphosis und der Unhappy Maiden 1000 Ice Restrict, eine Karte, die sie einmal gezogen hat und einmal im Extra-Deck hat, auf ihre Spielfeldseite beschwören. Die Karte kann folgendes. Sie kann sich nämlich eines meiner Monster klauen und sie klaut sich den Hellpoema. Greift mit 2000 an, ich kriege 2000 Damage, extrem bitter. Und jetzt passiert mir tatsächlich ein fataler Fehler. Also ich aktiviere hier jetzt noch die zweite Prohibition. Und zwar einmal ist die deklarierte Karte toll. Also die Karte, die mich sozusagen 500 Life Points bezahlen lässt, um anzugreifen. Und dann ist die andere Karte Chain Energy, die wiederum mich 500 Life Points bezahlen lässt, sobald ich eine Karte aktiviere, beschwöre und so weiter und so fort. Ich dachte mir, ich habe keine Backroll Removal, also muss ich die Karten irgendwie anders outen. Jetzt gibt es einen Effekt, den diese Karte hat. Also ich habe die Karte seit 7 Trilliarden Jahren nicht mehr gesehen. Ich spiele sie auch selber nicht. Ich habe sie irgendwo rumliegen, ich spiele sie aktuell nicht. Neben dem zweiten Effekt, den diese Karte hat, und zwar sich ein gegnerisches Monster klauen, hat diese Karte noch einen anderen Effekt. Andere Monster auf dem Spielfeld können nicht ihre Battle Position ändern oder angreifen. Den Effekt habe ich absolut überlesen. Und dementsprechend gibt es gleich ein, zwei Momente, wo ich extrem verwundert bin und mich einfach frage, warum kann ich diese Monster nicht angreifen? Kitty Gaming zieht eine extrem starke Karte nach, und zwar Dark Snake Syndrome. Während jeder Standby-Phase wird jedem Spieler 200, also sozusagen während jeder der Standby-Phasen von Kitty Gaming, oder beziehungsweise des Kontrollierers der Karte, muss man 200 Lebenspunkte bezahlen. Und das doppelt sich während jeder Standby-Phase. Was wiederum bedeutet, erste Standby-Phase 200, dann 400, dann 800 und so weiter und so fort. Und das doppelt sich immer wieder. Wir verlieren an dieser Stelle unsere Cyberdose, die wir uns taktischerweise dahingelegt haben durch den Raigeki Break. Sprich, wir können nicht mal das ganze Board wipen und irgendwie hier ordentlich weiter Action machen. Nein, geht leider nicht. An der Stelle mystische Tomate beschworen und mit Malevolent Nuzla equipped. Allerdings angreifen können wir nicht. Dementsprechend ist das Ganze tatsächlich nur eine Wand, die uns beschützt. Wir aktivieren Stop Defense, hoffen, dass wir da Yomi-Ship irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich dachte, was da drunter sein wird. Ich hätte an der Stelle vielleicht doch lieber den Spirit Reaper targeten müssen, aber wir verlieren jetzt ordentlich Lebenspunkte durch Dark Snake Syndrome. Die ganze Nummer ist extrem mäßig gelaufen. Wieder 1600 Lebenspunkte gelassen, wir haben noch 1000 Lebenspunkte auf, also keine Ahnung, was soll ich jetzt noch machen. Dark Hole jetzt nochmal aktiviert, in der Hoffnung, dass wir jetzt nochmal ordentlich Druck machen können. Wir beschwören jetzt unsere Dark Nico 4. Diese wird allerdings durch Bottomless Trap Hole in den Friedhof geschickt. Unfassbar bitter. Jetzt schaffe ich es, mein Lieblingsmonster aufs Spielfeld zu beschwören und es wird direkt verbannt. Das ist natürlich bitter. Hätte Dark Nico 4 an dieser Stelle angegriffen, würde das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen anders aussehen. Wir haben jetzt noch mal White Magical Head, der gar nicht angreift und eine gegnerische Handkarte sozusagen in den Friedhof schickt. Yo,
Ist wie es ist an der Stelle. Jetzt aktiviert nämlich Dark Snake Syndrome. Wir verlieren 3200 Lebenspunkte und haben tatsächlich diese extrem krasse und ekelhafte Duell verloren. Ich weiß nicht, ob ich das hätte. Doch, eigentlich schon. Ich hätte es wahrscheinlich vielleicht ein bisschen anders runterspielen können, war allerdings maximal überrascht über den einen oder anderen Effekt und hat dann tatsächlich nicht mehr, also was soll ich sagen, so, ich habe verdienterweise verloren, Kitty Gaming hat verdienterweise gewonnen. Was ein unfassbar hartes Duell. Ich wurde mal wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, obwohl ich ein extrem starkes Deck habe. Hat mich das Altertümliche, das Nostalgische, das Oldschool Mystic Mind Burn in die Knie gezwungen. So ist es, so fühlt es sich an, wenn man gegen Control Deck spielt. Jetzt habe ich es am eigenen Leib erfahren. Ja, ist nicht so schön. Wir öffnen an der Stelle kein Tournament Pack, weil wir verloren haben. So ist es. Aber aus Niederlagen lernen wir und das wird uns in Zukunft nicht nochmal passieren. Und damit beende ich auch das Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da. Und falls ihr keines meiner weiteren Progression League Series Videos verpassen wollt, natürlich den Abo-Button ballern, die kleine Glocke anklicken und schwingen lassen, damit ich weiterhin motiviert bleibe und damit ihr meinen Weg oben aufs Treppchen der Progression Series League mitbegleiten könnt. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.